biofaire Wertschöpfungskette. Und dann noch in den Regionen. Was bedeutet das denn? Lasst uns mal sehen. Bio heißt natürliche Düngung. Keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel und selbstverständlich ohne Gentechnik. Dafür mehr Artenvielfalt. Weniger Zusatzstoffe, dafür mehr natürlicher Geschmack. All das regelt die EG-Öko-Verordnung mit dem Bio-Siegel. Die Regelungen der Bio-Anbauverbände wie Bioland, Demeter oder Naturland sind sogar noch strenger. Fair bedeutet, anständig miteinander umgehen. Wertschöpfungskette. Puh, da sind einige beteiligt. Die Biobauern, die zum Beispiel Gemüse anbauen oder Milchkühe halten. Die Lebensmittelhersteller, die daraus leckere Aufstriche oder köstlichen Käse zaubern. Der Handel, wo wir einkaufen. Ja, auch wir gehören dazu. Und dann gibt es noch Vereine, die sich für ihre Region vor ihrer eigenen Haustür engagieren. Wenn all diese Menschen sich die Hand reichen und fair miteinander umgehen, dann können wir anstatt von Wertschöpfung sogar von Wertschätzung sprechen. Und warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Wenn jeder wertschätzt, was der andere tut, wird klar, Lebensmittel können nicht billig sein. Denn nur wenn der Lohn für die Arbeit und der Preis für die Lebensmittel stimmt, kommt Schwung in die Sache. Mehr Landwirte stellen auf Bio um und erhalten eine vielfältige Landschaft. Lebensmittelhersteller bekommen mehr Rohstoffe aus der Region und die Menschen vor Ort finden mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze. Alle profitieren, denn es bleibt ganz einfach mehr Geld in der Region und das erhöht die Lebensqualität. Engagieren wir uns bio und fair in den Regionen. Wie? Das zeigen wir auf www.biofair-verein.de/regional.